Das menschliche Gehirn ist ein riesiger Speicher. Das ganze Leben über sammelt es Daten. Was das Gehirn Neues erfährt, wird auf Basis der schon gespeicherten Daten eingeordnet. Der Freiburger Psychologe Dr. Bastian Schiller erforscht die Vorgänge bei der Einordnung von sozialen Informationen. Dabei interessieren ihn die Gehirnströme, die beim sogenannten Schubladendenken fließen. Im Experiment werden die Ströme mit 64 Elektroden am Kopf aufgezeichnet. Ein Kontaktgel sorgt dafür, dass die einzelnen Messstellen auf der Kopfhaut ein optimales Signal liefern. Der sogenannte implizite Assoziationstest konfrontiert eine Versuchsperson mit positiv und negativ konnotierten Begriffen und Symbolen von verschiedenen sozialen Gruppen. So bekommt ein Freiburger Fußballfan das Emblem des eigenen Vereins oder aber eines rivalisierenden Vereins zu Gesicht. Die Ergebnisse bestätigen das Schubladendenken. Versuchspersonen reagieren langsamer auf Informationen, die nicht zu ihrem Schubladendenken passen, also inkompatibel sind. Was man weiß von dieser Aufgabe ist, dass wenn zum Beispiel Wörter der Fremdengruppe zusammen mit positiven Wörtern klassifiziert werden müssen, dann brauchen die Versuchspersonen länger, weil man die Idee hat, dass das eben nicht so gut zusammenpasst, die fremde Gruppe und positive Emotionen oder positive Valenz. Und wenn eben diese anderen Wörter mit negativen Wörtern gepaart sind, dann geht die Klassifikation schneller in dieser Aufgabe. Die neue Erkenntnis besteht darin, dass es dem Gehirn einerlei ist, ob es einstellungsinkompatible oder kompatible Informationen einordnet. Die Umsetzung funktioniert in beiden Fällen gleich. Wir konnten eben durch die Analyse dieser Mikrozustände im Gehirn zeigen, dass Versuchspersonen in dieser Bedingung, die ich gerade geschildert habe, länger brauchen. Nicht etwa, weil sie irgendwelche zusätzlichen Prozesse noch absolvieren, sondern weil die gleichen Prozesse wie in der anderen Bedingung bei diesen Versuchspersonen länger dauern. Der Nachweis verschiedener Verarbeitungszeiten im Gehirn für einstellungsinkompatible oder kompatible Einordnungen gilt als bahnbrechend. Ziel der Forschungen am Psychologischen Institut der Universität Freiburg ist es jetzt, daraus eine personalisierte Diagnostik für psychisch Kranke zu entwickeln. Wir haben natürlich einige Störungen, die wir kaum, wie Borderline-Persönlichkeitsstörung oder gar nicht, wie den Autismus, therapieren können. Die Idee ist jetzt, den Transfer zu schaffen, auch auf Patientengruppen und zu schauen, wie bei bestimmten Patienten mit sozialen Defiziten dann sozusagen diese Hirneffekte funktionieren und wie die Defizite ausschauen, und tun dies erfreulicherweise nun auch durch Mittel des Neurex-Programmes, eines dieser EuCor-Programme, wo wir am Oberrhein endlich zusammen spannen können, in dem Falle zwischen Basel und Freiburg.